So, hallo, jetzt geht's mal um ein wirklich eigenartiges, aber sehr interessantes, also meines Erachtens sehr interessantes Projekt. Und zwar eine Art Betriebssystem, ein virtuelles Betriebssystem, welches in Microsoft PowerPoint läuft. Ja, habt ihr richtig gehört. Man kann damit schon einige Aufgaben ausführen. Ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem vollwertigen Betriebssystem wie irgendwie Windows oder Linux oder so. Es ist halt einfach eine PowerPoint-Präsentation. Hier habe ich es Presentasia OS oder Presentasia Operating System 8, Version 8, angelehnt so ein bisschen an Windows 8. Es gibt auch noch Version 7. Ich habe hier jetzt halt eben Windows 8, ist die aktuellste. 71,2 MB groß, also ziemlich groß. Und eine Office PowerPoint Macro Enabled Slideshow. Also Makros sind aktiviert, diese kleinen Mini-Skripte, wo verschiedene Befehle nacheinander ausgeführt werden. Die sind auf jeden Fall zwingend notwendig. Slideshow halt eine Bildschirmpräsentation. Kennt man von irgendwelchen Vorträgen halt eben. 114 Folien umfasst das Ganze. Das merkt man aber nicht. Hier Gesamtbearbeitungszeit nehme ich an. Ist das 90 Stunden und 46 Minuten? Das ist schon heftig. Gut, ich weiß nicht, ob das jetzt genau stimmt. Egal, starten wir das Ganze einfach mal. Denkbar einfach, wird in PowerPoint gestartet. Hier, Microsoft PowerPoint habe ich ja jetzt auch mal Version 2007. Am besten läuft es in Version 2010. In 2013 gibt es im Moment noch ein paar kleinere Probleme im Webbrowser. Aber ich habe sowieso nur Version 2007 und 2003, aber unter 2003 tut's Presentasia leider nicht. Okay, ich starte das einfach, wird halt eben geöffnet mit PowerPoint. So, und jetzt kommt direkt eine Sicherheitswarnung, Makros und ActiveX. Gut, man hat ja auch schon von Makroviren gehört, die in Office-Dateien versteckt sein sollten. Eine ganz fiese Sache, okay. Aber da kann ich jetzt für garantieren, dass das hier nicht enthalten ist, weil das ist wirklich ein ernstzunehmendes Projekt. Meines Erachtens hier ist auch eine Firma, die Presentation Technologies Incorporated. Ist auch, glaube ich, noch Beta, beziehungsweise halt noch längst nicht fertig und kann halt auch, wie gesagt, nicht wirklich viel wie ein normales Betriebssystem. Aber ich zeige es halt euch halt einfach. Im Großen und Ganzen basiert das auf Internet-Browser-Fähigkeit, die in PowerPoint inkludiert ist. Ich nehme an, die basiert auf Internet Explorer, der ja eh schon Windows dabei ist. So, jetzt haben wir es sozusagen gebootet. Presentation Technology, simply logical. Okay, Enter Operating System. Okay, it looks like you don't have an account yet. Let's get started. Hello. Okay. Jetzt dürfen wir uns einen Benutzernamen aussuchen. Nehme ich hier jetzt einfach mal ein. Um natürlich keine Werbung für meinen YouTube-Channel zu machen. Passwort irgendwie so 123 oder so. Accept. Yes. Übrigens, Tabulator geht nicht, um in die nächste Zeile zu springen beim Schreiben. So, jetzt haben wir ein kleines Menü. Hier kommen wir in so eine Art Sleep Mode. Den kann ich auch direkt mal aufrufen. Sehr sinnvoll. Presentation OS 8. Sleep. Okay. Einfach wieder raus. Hier das. Ist Quick Access auf den Entwicklern wohl nach wichtigste Funktion. Dann hier der Login, da kommen wir gleich noch zurück drauf zurück. Pluszeichen, da können wir einen neuen Account erstellen und Einstellungen, aber da ist im Moment noch nicht viel dran außer Change Background und Shutdown. Change Background machen wir direkt mal. Da mache ich mal meinen typischen YouTube Hintergrund rein, um zu zeigen, dass das hier auch funktioniert, sehr wohl. So, kennt ihr wohl aus anderen Videos schon. Als nächstes loggen wir ein. Gut, können wir entweder über dieses Menü hier machen. Mache ich jetzt auch mal. Ist ein bisschen umständlich, dass man hier jetzt das nochmal eingeben muss, was man eigentlich eben schon hätte, beziehungsweise eben schon eingegeben hat. Aber gut, ist erste Benutzung. Das sollte der in der Regel auch speichern, wenn man das am Ende der Präsentation bestätigt. Presentation OS. Gut. Was haben wir hier oben rechts in der Ecke? Wieder den Sleep Mode. Google Suche. Internetverbindungstest. Okay, wir sind mit dem Internet verbunden. Ton ist auch aktiviert. Zurück zur letzten Aktivität. Und eine kleine Kalender, also Datumsanzeige und eine Uhranzeige. So, fangen wir einfach mal hier mit dem Menü an.
Hat sich nicht so viel verändert. Account, Logout, Shutdown, Hilfe oder halt den Hintergrund ändern. Alle Programme, da kommen wir in so eine Übersicht. Aber ich will erstmal diesen nett gemachten Desktop hier ein wenig unter die Lupe nehmen. Okay, W. Dahinter verbirgt sich WeBros. Ein Internetbrowser. Wie gesagt, wahrscheinlich basierend auf Internet Explorer. Und hier haben wir es auch schon, Google. Okay, ich schließe mal den ganzen Kram mal. Wenn ich jetzt hier eingebe, hallo, funktioniert einwandfrei. Ich gehe einfach mal testweise auf youtube.com. YouTube, okay, irgendwas schief gelaufen. Steuerung A geht auch. Und dann kann man einfach was Neues tippen. So, jetzt kommen hier ab und zu so Warnungen. Ich glaube, die kann man auch deaktivieren. Habe ich jetzt natürlich irgendwie mal wieder nicht gemacht. Typisch. Okay, weiter. Werbung wird sogar angezeigt. Machen wir zum Beispiel hier mal ein Video von der CDU. Passend zur Wahl. Läuft also einwandfrei. Man kann die Seite auch neu laden. Zur Startseite zurückgehen. Ein paar Einstellungen gibt es auch noch in dem Browser hier. Beispielsweise kann man hier eine Startseite festlegen, eine eigene, drei Favoriten und sogar seine History angucken. Also welche Seiten man alle besucht hat. Ja gut, eine richtige Domain können sie sich auch nicht leisten offensichtlich. Das wundert mich so ein bisschen, .tk. Aber gut, man muss Prioritäten setzen. Schließen, wie in allen Betriebssystemen bekannt, in der Ecke. Gut, rechts wie bei Windows unter Linux ist es meistens anders. Oder ist es anders? Boah, ich könnte es jetzt noch nicht mehr sagen. Okay, Datei Explorer gibt es hier Feature Coming in OS 8.1. Gut, die wollen hier tatsächlich wie Windows vorgehen. Nach 8 kommt 8.1 und so weiter. Gibt es also noch nicht. Gehen wir mal zu WeWrite. Gut, das ist ein Texteditor. Wir können hier nicht einfach beliebig viele Dokumente erstellen, aber das ist ja auch nicht so wichtig. 10 vorgefertigte Dateispeicherplätze sozusagen. Und hier kann ich jetzt einfach drauf losschreiben. Guten Tag. Ich kann hier hinschreiben, was ich will. Mit freundlichen Grüßen. So. Hacken. Was habe ich denn jetzt hier auch für Fehler drin? Gut. Formatieren. Geht leider nur global für die ganze Seite. Wenn wir zum Beispiel den Klassiker Times New Roman auswählen, dann ist das ganze Dokument in Times New Roman. Farbe ebenfalls nur für kompletten Text. Größe kann man offensichtlich noch nicht verstellen. Aber das wird wahrscheinlich irgendwann noch implementiert werden. Gut, wie kommen wir hier jetzt wieder zurück? Edit. Save. Speichern, man macht ja auch, glaube ich, automatisch Insert. Hier kann man beispielsweise noch einfügen Datum und Uhrzeit, dann schreibt er es hier unten dran. Und ein Text aus einem anderen Dokument, beispielsweise hier, wenn ich jetzt hier was reingeschrieben hätte, dann könnte ich da den Text noch unten anhängen. Habe ich aber nichts reingeschrieben, deswegen kann ich natürlich auch nichts anhängen. Wieder zurück zu den Dateien. Dann die am meisten verwendeten, haben wir halt nur dieses eine. Quick Notes, dann haben wir hier so ein kleines Fenster, eine Art Editor, wo man dann einfach gerade was schreiben kann, wie beispielsweise Milch kaufen. So, zum Beispiel Kakao essen. Und das speichert er auch automatisch. Also wenn wir jetzt wieder hier drauf gehen, haben wir das wieder so, wie wir es geschrieben haben. Gibt es ja auch bei Windows 7 diese Notizenfunktion, wo man sich diese Notizen am Desktop klatschen kann, die dann bei jedem Neustart erhalten bleiben. Okay, schließen wir, gehen wir weiter zu dem Musikplayer. Hier mal Sample Music, drei Beispielstücke, eigene kann man wohl noch nicht wiedergeben. Ich gebe einfach mal so ein Beispiel wieder. Nettes Klavierstück auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? So ein bisschen gechillte Musik. Und das letzte. Ja, bisschen Action. So. Sogar im Vollbild. Ganz ansprechend. Ich würde sagen, wenn das hier wirklich ein vollwertiges Betriebssystem ist oder auch in OpenOffice oder so laufen würde, wäre das schon
eine Idee für vielleicht so ein Wohnzimmercomputer oder so, weil flüssig laufen tut es auf jeden Fall. So, Filme kann es auch abspielen. Gut, man kann halt noch keine eigenen Dateien einbauen, aber das hat Potenzial. Ich weiß jetzt halt nicht, ob in PowerPoint, aber so vom Prinzip her. Fotos sind auch nur vorgefertigte da, die können wir entweder hier in klein ansehen, schön auch mit einem Fade als Übergang. Also nicht einfach hart, zack, zack, zack. Da hat man sich also richtig Mühe gegeben, auch beim Design hier alles so schön. Diesen Effekten und Gestaltung der Elemente, also die Buttons und hier, das fliegt alles rein und so, also kann man echt nicht meckern. Da steckt schon eine Menge Arbeit drin. Halt noch nicht besonders flexibel erweiter und anpassbar. Aber gut, es ist PowerPoint, es ist ein Programm, was normalerweise nur dazu gedacht war, einen Overhead-Projektor zu ersetzen. Also, was will man mehr? Gut Haus. Kommt man halt wie hier wieder hin. Macht jetzt auch nicht mehr. Apps sind jetzt auch keine Apps wie zum Beispiel bei Android bekannt, sondern im Prinzip auch nur Verknüpfungen zu den jeweiligen Internetseiten. Halt hier schön aufgemacht mit einem Rahmen drum. Dasselbe hier nochmal mit Twitter, Facebook hat auch sowas bekommen. Google Plus natürlich, alles, was jetzt im Moment so populär ist an Web-Anwendungen. Wenn man so nennen will, Calculator, ganz klassisch, 1 plus 1. Ich glaube, das macht sich auch mal wieder die Makrofähigkeit zunutze. Geht im Moment nur der Classic Mode mit ganz normalen Zahlen und einfachen Rechnungen. Trotzdem funktioniert es irgendwie zuverlässig, glaube ich mal. Ha, ich jetzt auch nicht aufgepasst. Okay, Maps sind eingebaut. Hier dürfen wir sogar wählen. Google Maps oder Bing Maps. Erstmal Google Maps. Gut, hier sind wir gerade in Amerika. Deutschland. Mal reinscrollen. Hier Frankreich. Die schöne kleine Schweiz. Gibt es natürlich auch Österreich. Gut, ich meine, die Länder kennt ihr. Okay, probieren wir mal der Fairness halber auch noch Bing Maps aus. Ebenso flüssig funktionsfähig. Halt übersichtlich, ohne störende Elemente, nur das wichtig. Zurück, vor und neu laden. Mit einem schönen Schriftzug drüber. Maps. So, wie wäre das Wetter? Können wir uns auch direkt mal angucken. So, können wir jetzt auch mal ganz kurz rüber schalten zu Games. Die sind ebenfalls nur internetbasiert. Hier haben wir mal einen Miniclip. Der bekannt für so Flash-Games. Okay. Ah ja. Hier haben wir es auch. Skriptfehler, die hätte man unterdrücken können. Da gibt es zumindest in Visual Studio eine Option für, aber ob das in PowerPoint geht, ich vermute schon. Egal. Wählen wir hier mal so ein Spiel aus. Okay, die Meldung hier sollte man schon deaktivieren, weil die schon etwas nervt. Gelinde gesagt. Hier mit Unity. Dass man hier nicht diesen Unity Webplayer braucht, das wundert mich. Naja, gut, okay, wo sind wir hier gelandet? Im Menü. Gut, da wollte ich noch gar nicht hin. Wieder zurück zu den Games. Hier haben wir Cool Math. coolmath.com. Auch so eine Art Flash-Game hier, so eine ziemlich Chaos-Seite, würde ich es jetzt mal nennen. Minecraft natürlich. Aber das führt nur auf die Startseite. Die hatten hier, glaube ich, mal was, dass man auch online im Browser spielen kann. Warte mal, ich logge mich mal ein. Sign in. Aber ich glaube, das haben die rausgenommen seit diesem neuen Launcher, den ich übrigens nicht mag. Okay, warum kann ich mich jetzt hier nicht einloggen? Gut, manche Sachen funktionieren nicht. Okay, ja, ich möchte den Vorgang fortsetzen. Ah ja, das wieder. Ich muss ständig die Sicherheitsfrage. Okay, ja. Na, ja, hier download now. Now.
im Browser spielen, geht also so direkt über die Seite nicht mehr. Ich glaube, es gibt noch irgendwo einen Link, der noch aktiv ist. Aber jetzt halt eben hier drüber nicht. Das sollte mal gefixt werden. Steam können wir natürlich ebenfalls nicht auf das Programm zugreifen, sondern auch nur auf die Internetseite. Wie sinnvoll das ist, weiß ich jetzt nicht. Ob man die dann von hier aus starten kann, bezweifle ich auch. Oder kann Steam das? Schließen wir mal. Kann Steam Spiele aus dem Browser starten? Ich weiß es nicht. Mail-Klienten? Es wird uns auch mitgeliefert. Wieder webbasiert, Gmail, Yahoo, Outlook.com oder Hotmail. WeMail ist ein eigener, wenn wir jetzt hier unsere Adresse eingeben. Hallo. Oder wie auch immer. Dann können wir das einrichten, aber ich glaube, das funktioniert dann auch über deren Internetseite. Also, dass wir uns da im Prinzip einfach nur POP3 und SMTP oder halt eben IMAP und SMTP Offline-E-Mail, hier können wir jetzt zum Beispiel was schreiben, Präsentasia OS, wer soll's kriegen, davis@1und1.de, guten Tag, probier mal Präsentasia oder Präsentasia OS aus. So, und das kann man halt, ja, weiß ich auch nicht, wie das jetzt läuft. Ich glaube, man schreibt die einfach und muss die sich später rauskopieren. Wir haben sie jedenfalls, wenn wir jetzt nochmal hier reingehen. Unter Offline-E-Mail ist die noch drin, aber eine Absenden-Option gibt es nicht. Ich glaube, da muss man hier wirklich draufklicken und kopieren. Gut, ist halt eingeschränkt. Dann die Möglichkeiten, PowerPoint, so E-Mail-Addresses, kann man noch ein paar aufnehmen, aber die dann halt auch nicht direkt verwenden. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier den Namen Marcel Davis wieder nehmen, können wir hier auch noch eine Information zuschreiben. Leiter für Kundenzufriedenheit. Die letzten beiden Buttons kann man hier im Prinzip vergessen. Einmal hier wieder eine Verknüpfung zu den Fotos hat man ja eben schon. Und einmal eine Verknüpfung zu den Spielen wieder. Dann noch hier das Menü, angelehnt an Windows natürlich oder an Outlook selber, an PowerPoint selber. Gibt es allerdings so ein eingeschränktes Startmenü. Mit schon ein paar Features, alle Programme und dann kommen wir hier zu dieser Übersicht, wo alle Verknüpfungen integriert sind, die wir jetzt auch eben in den einzelnen Kategorien gesehen haben. Ich werde einen Link in die Beschreibung schreiben oder einfügen, dass ihr euch das auch mal runterladen könnt. Wie gesagt, Microsoft Office wird benötigt ab Version 2007 leider. Und dann könnt ihr euch das mal ansehen und ausprobieren. Vielleicht kennt ihr einen guten Einsatzzweck für dieses noch in der Beta oder beziehungsweise noch unfertige virtuelle Betriebssystem. Würde mich freuen, wenn ihr ein paar Kommentare hinterlasst. So, das wär's dann auch. Ciao!